Ja, da ist die rote Kanone. Hi Martin. Hi Daniel. Neue Session. Hallo Leute. Boing. Willkommen bei Antichamber Folge 17. 17, ja. Where you can work your way through anything. Und wir haben die rote Kanone. Jetzt wird's richtig spannend. So, mittlere und rechte Maustaste. Wie eklig ist denn das? Also mittlere kann ich... Was passiert denn? Dann mach das mittlere mal. Mittlere kannst du so rausziehen. Rechte. Ach, da kann man es einfach raussaugen. Und zwar beliebig viel anscheinend hier an der Stelle. Dann saug dich mal ordentlich voll. Ganz schön komisch. Du kannst, du musst da durchgehen, während es weggesaugt ist. Ich glaube, mittlere und rechte Maustaste habe ich noch keinem Spiel gleichzeitig gedrückt. Ist ja Wahnsinn. So. The further we get, the less help we need. Dann kannst du wieder reinpumpen mit der linken Maustaste. Rein mit der Wurst. Wir haben gerade erst angefangen und du willst mir wieder immer anhängen, dass ich das Niveau runterziehe. Wieso denn? Machst du keine Wurst? Exit, was haben wir hier? Getting to the end requires tying off the loose ends. So. Ja, jetzt wird hier alles zugeschissen mit roten. Mit deiner Wurst, ja. Nee, nicht was du wieder denkst. Ah, hier war doch der rote. Ist wieder alles weg, du Depp. Ja und? Brauchen wir doch. Wo müssen wir denn hin? Ah, Glasscheibe. Ah, nochmal Glasscheibe. Hier ist ein Durchgang. Ich würde sagen, wir machen das systematisch. Das ist eine neue Session wieder mal. Und wir haben ja alles verlernt. Nein, so schlimm ist diesmal, glaube ich, gar nicht. So viel gibt es ja nicht zu verlernen. Wir haben. A loop that won't close. Moment mal. Aha. Machen wir doch mal den hier erstmal, oder? Ja, mach halt. Was mache ich hier? Ja, du spielst. Mal alles eingesaugt. Gehirn, Martin. Ich konzentriere mich auf meine Folgen. Um da zu glänzen. Gut. Und ich muss hier irgendwie die da reinkriegen. Die Frage also ist... Also, was wissen wir, wie du da die Wurst jetzt reindrückst? Ja, ich muss wahrscheinlich... Probier einfach mal, gucken, was dann passiert. Ja, siehst du. Die kann man unendlich erzeugen, oder was? Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Ich glaube nicht, guck, da unendlich hast du nicht. Ja, aber eine ganze Menge. Viel mehr auf jeden Fall, als aber sie aufgesammelt haben. Ne? Guckst du noch? Ja, aber ich glaube, weil sie sich hier wieder aufgefüllt haben und so, ne? Und so weiter. Ah! Ach, schau moin. An. Aber vielleicht können wir jetzt. Kannst du den auf? Kannst du den so komisch aufsaugen mit dem mittleren irgendwas? Nee, ne? Den kannst du mal wohin wandern lassen, okay. Ich kann ihn aber nicht mit der mittleren Maustaste raufgehen. Mit rechts passiert da gar nichts. Bekomme so, schauen wir mal kurz. Da müssen wir jetzt hin. Da waren wir noch nicht, oder? Genau, jetzt zeigt auch der Pfeil dahin. Ja, und jetzt? Mach mal was. Mach mal was. Mach mal was. Was ist hier? Sobald ich hier reingehe, kann ich hier was reinschießen vielleicht? Ich bin komplett überfordert. Saug dich halt voll. Kannst du denn damit, obwohl das hier vorne schon so ein Kraftfeld, bevor du in den Raum gehst? So, dann ist erstmal ordentlich was dabei. Ja, aber nicht... Ah, das ist hier das Kraftfeld. Nee, das heißt, ich kann auch nichts reinschießen, oder? No. Bonk. Nee. Kannst du jetzt hier deinen Namen auf den Boden schreiben? Ich könnte hier die Wurst reinziehen. Meinst du? Das glaube ich auch nicht. Die zerschellt doch sofort am Kraftfeld. Meinst du? Ja. Probier's halt. Guck, wie jetzt die ganze Wurst zerschellt. Hat aber was. Schon. Stark. Ja, warum machst du das? Warum sammelst du das jetzt ein? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Connecting. The pieces can solve the puzzle. Ja, jetzt fange ich hier mit so einem Quatsch an. Jetzt ja, haben wir schon vor 10 Folgen hinter uns gehabt. So, wir müssen jetzt hier da rein. Da hoch. Ja, müssen wir nicht unbedingt. So, kannst du nicht da wieder reinhüpfen irgendwie? Ich kann den auch. Ich kann den höchstens bewegen. Ja, genau. Kannst du das nicht wieder so verwenden, um auf die anderen zu hüpfen und so? Jetzt, also jetzt praktisch erst auf den, erst auf den kleinen, dann auf den großen und dann... Ich glaube, ich muss auf den großen gar nicht hüpfen. Ach, das ist doch easy, doch. Ich ziehe halt den kleinen hier irgendwo genau, hin, wo er mir passt. Du ziehst ihn hoch und damit ziehst du dich selber hoch. Ja. Zieh aber jetzt nicht, dass er kaputt geht. Kannst du einfach nach vorne ziehen oder nicht? Und dich draufstellen jetzt. Dann stelle ich mal drauf und ziehe dann das Ding nach oben. Oh. Dann kommen wir ja hoch genug, dann müsstest du rüberspringen können. So rum, genau. Jetzt einfach nach oben ziehen, das Gerät. Wie ziehe ich denn nach oben? Wenn du jetzt einfach gedrückt nach oben guckst. Ja, genau, nach oben. Und dann fährst du dich da schon an die Decke. Ja, lass los. Und zeig, und jetzt irgendwann rüber. Rüber. Ja. Ha. Gehirn, Martin, wenn ich dich nicht hätte. Uah. What the fuck? Aha. Hm. Ach, kann man das What the fuck jetzt auflösen mit der roten Kanone? Das ist doch rot, oder nicht? Das What the fuck. Ha. Ja. Ja, guck an. Der muss erstmal durchs Kraftfeld. Dann fall ich ja runter. Das
löst sich auch sofort auf, weil es alles ein Kraftfeld ist. Hm. Und ich komme auch nicht auf die Seite vom Kraftfeld. Ja, das Innen ist komplett ein Kraftfeld, wie es aussieht, ne? Ja. Okay, schade. Eine Idee? Spontan nicht. Weil wir keine Blöcke einsammeln können oder produzieren können in einem Kraftfeld. Mhm. Was ist denn hier? Geht eigentlich aber auch warum Weg können wir nochmal dahin, wo wir eben waren? Also, dass das unvermittelt wieder da angekommen sind, war ein bisschen komisch. Geh nochmal da oben hin. Kurz. Hier. Wo ist das jetzt? Impossible Paths. Das haben wir alles schon gemacht. Hier war ich mal eben. Ja, mach mal. Ach, das war das. Da sind wir jetzt hier durchgekommen. Guck ich doch mal hier nochmal um. Da bist du ja ziemlich schnell durchgerannt und warst dann. Hier bin ich reingefallen, genau. Gerade eben? Ach, hier, da musste man ja diese Brücke bauen. Und dann kann man darüber, aber komme ich da nicht so. Hier? Da ist nur ein Teleporter. Kannst du denn sonst da in das andere springen noch? Bei den 4 different exits? In die zweite Ebene? Da war ich doch schon mal. Geh mal rein. Jetzt in den anderen Raum, direkt über dir. Hier? Geh mal raus und guck dann über dich. Da ist doch nichts. Weiter, doch. Dreh ich mal um, geh mal raus und guck. Ach, hier? Ja. Geh doch da mal hin, zieh dich doch auch mal so hoch mit dem Block. Na gut. Achso, warte mal. Man, eigentlich zeigt der Pfeil ja auf das andere. Da machen wir bestimmt noch was falsch, aber das können wir gleich noch. Können erstmal hier gucken, was hier ist. So. Ach, schau mal, da ist wieder der pinke Block, den man so verjagen kann. Ach. Dann habe ich den vielleicht von da hinten hier rüber getrieben. Möglich. Und hast du ihn jetzt nochmal irgendwo anders weiterhin getrieben? Das heißt, das ist wahrscheinlich dieser Geheimraum. Waren sie das schon weit genug weg jetzt? Das sind hier die Geheimraumecken. Aber egal. So. Wollen wir nicht nochmal in den roten Eingang gehen und gucken, ob wir da was anders machen können, als sofort da zu erscheinen in dem Warte blöden... Warte mal. Ach, das ja? war der. Und was passierte hier? One long corridor. Ach so, das ja, ist... Ja, genau. Hä, kann man das verhindern? Kann man es verhindern, dass man teleportiert wird? Nochmal. Dann gucken wir uns das nochmal in Ruhe an, die Stelle. Genau. Der hat auf jeden Fall noch ein zwei. Also das ist irgendwo ein Teleporter und der hat irgendwo. Einen, bevor du jetzt weitergehst. Ne? Da hinten ist. Kannst du rückwärts? Ah, guck, das baut sich auf. Das muss auch irgendwie. Irgendwie muss man es verhindern können, irgendwas. Kannst du hüpfen? Nicht, geh noch nicht durch. Was ist, wenn du rückwärts. Rückwärts. Nur eine Idee. Stoß ich gegen die Wand. Stößt dagegen, ist auch manchmal. Ja. Ist aber gar nicht so schlecht, wenn man dagegen stößt. Ja, gut ist es aber auch nicht. Ach, siehste. Jetzt bist du schon durch. Okay. Ja. Gut, was ist hier noch? Link to the past. Da muss man wahrscheinlich mit aufgeladen hingehen. Aber wo aufladen? Du hast ja vorhin, hast du gesagt, du hast es nicht vervielfältigt, oder? Den Würfel, den du den so komisch aufgesaugt hast. Nee. Oder kannst du ihn jetzt auch nicht irgendwo hinklatschen, dann wird mehr, wenn du den jetzt mit mittlerer und linker Maustaste. Ist trotzdem nur ein, oder? Ja. Okay. Da ist aber noch, da waren wir auch noch nicht. Kannst du dich nicht hier hochziehen mit dem Würfel einfach? Das könnte gehen. Mach das doch mal. Ich kann ihn aber nirgendwo hin platzieren. Hä? Hä? Warte mal. Was ist denn das? Jetzt. Halt. Da, ja. Wahrscheinlich waren wir da oben schon, haben alles wieder vergessen. Haben wir uns hier nicht mehr hochgecheatet irgendwie? Oder hochgetrickst? Also nicht. Guck halt mal. Paint any attention. Ja, das kenne ich aber schon. Around here. Das mit dem haben wir auch schon mal gesehen. Da ging es aber noch ein Stockwerk nach oben. Dann klaue ich auch den Würfel nochmal, vielleicht. Gehen wir jetzt irgendwo hin. Was machst du jetzt? Warum bist du jetzt da runtergesprungen? Weil halt. Wer übrigens wissen möchte, wie wir beim Anti-Chamber-Spiel aussehen, wir haben gerade ein Foto auf Facebook gepostet vor der Session. Ups. Aber kannst du dich nicht jetzt da nach oben schieben oder so? Warum auch immer? Ich weiß nicht warum, aber da in den Raum waren wir da oben auch schon. Da? Ne, da waren wir auch schon. Da waren wir auch schon. Hä, wo sind wir? Ich hab völlig. So viel ist gar nicht mehr zu tun. Das müssen wir nochmal langsam zur Rande kommen. Es wird unangenehm. Da fehlt auch noch einer. Da ist es hier der andere, den wir nie geschafft haben. Was war denn da nochmal der Trick? Nimm mal da was weg, was passiert dann?
Ja, guck, ah, kannst du raussaugen. Ah, guck mal an, dann ist jetzt da offen. Saug mal weiter. Oder ist schon Schluss mit Saugen? Ah, kannst jetzt vielleicht... Noch mehr saugen. Ja, guck an. Warum haben wir denn beim Kraftfeld, war auch ein Kraftfeld oder sah das nur so aus? Warum haben wir denn da jetzt die Dinger behalten? Geil. When you look beyond the surface, there may be more to find. Ich setze mit diesem Auge, Bullauge auf sich hier. Nö, kannst du gerade durchgucken oder war das nur so ein... Nee, das sah so der aus. Ding. Ah, okay. Da ist ein Fenster davor. Jetzt hier rechts noch weiter. Ne, ist ein Kraftfelder, da gehen wir noch nicht durch. Kraftfelder sind immer blöd. Kann hier irgendwas anderes machen? Oder hier? Ja, vielleicht dann doch durchs Kraftfeld gehen. Waren wir denn da schon? Die sind halt in manchen Positionen im Spiel, da haben wir noch nicht ganz rausgekriegt, wofür die da sind. Ne. Fup, fup. Ich weiß nicht mal mehr, wo wir sind. Gar nicht. Da ist ein Fenster, kannst du eh nicht lang. Ja, da oben ist ein Fenster, da auch. Waren wir hier schon mal? Nee. Nee. Okay, jetzt ist es interessant hier. Guck an. Aha. Oh, hier ist ein Kraftfeld davor. Wie kriegt man denn da, womit kann man denn da die Lichtschranke blockieren, wenn man nicht mal... Ah, hier wird es jetzt langsam richtig fies. Okay. Was ist denn das? Das ist ein Bungee-Springer. Ja, das wollte ich auch schon mal machen. Neuseeland hätte ich fast gemacht. Aber wir kamen nicht dazu an dem Tag. Das Wetter war erst so schön. Hast du schon mal Bungee-Springen gemacht? Nee. Steht noch auf meiner To-Do-Liste. Aber es war doch, da war doch irgendwo so ein... Da komme ich überhaupt nicht durch. Guck noch mal hinten bei der Lichtschranke jetzt hier rechts. Ob man irgendwo... Das ist ja nichts. Wie kriegt man denn hier irgendwas hin? Guck ich mal ein bisschen um kurz. Irgendwo an der Decke oder was nicht. Einmal richtig umgucken, aber es sieht nicht so aus. Sehr seltsam. Das sieht irgendwie ein bisschen aus, als wäre das so das finale Stück vom Spiel, wo nochmal alles gefragt ist oder so. Aber wahrscheinlich bilde ich mir das nur ein. Eine Abschlussprüfung. Sehr verwirrend, oder? Mit dem Quatsch kommst du ja leider nicht durchs Kraftfeld. Das bringt dir alles nichts. Das löst sich auch. Schieß einfach mal rein. Das löst sich auch auf hier. Rechts habe ich. Ja. Ich kann auch keine Wurst durchziehen, oder? Ich glaube nicht. Hä? Ah, doch. Ah, ich muss das so hintransportieren, okay. Ich glaube, reicht. Dann schießt das mal hinten zu der Lichtschranke. Sehr witzig. Ich dachte, das zerschellt immer gleich an dem Kraftfeld. Es geht wahrscheinlich darum... Oh, hä? Ach so, weil ich jetzt im Kraftwerk bin, jetzt habe ich die wieder alle zerstört. Hey, dann musst du es halt rüberziehen mit einem... Ach, guck, du kannst dann von da bestimmen. Geh mal weiter. Geh mal weiter. Ist hier auch ein Kraftfeld? Ja. Da musst du irgendwie hier dann gucken und die Wurst so rüberziehen, dahin, weiß ich meine. Ja, so kompliziert ist es nicht, wenn man jetzt einmal weiß, dass man durch das Kraftfeld gehen kann. Aber das geht, super. Ja. Wie sieht es zeitlich aus, die Folge? Ja, haben noch ein bisschen. Sehr gut. Ja, dann ballert aber alles voll. Ja, reicht. So, also ich kann Würfel, je nach, also wo der Zielwürfel ist, kann ich durch solche Kraftfelder durchschießen. Genau, dann schieß einfach jetzt dann das in einen anderen Raum, wieder in die aber Wand. Kann ich die... Hätte auch direkt hinschießen können, das geht schneller als so. Das ist richtig, ja. Mach das, sorg das mal auf und schieß das hinter, das dauert sonst ewig. Beim nächsten musst du aber die Wurst benutzen, glaube ich. Weil da um die Ecke gehen musst du. Jetzt schießt du hier alles schön an die Wand. Schön an die Wand geschossen. Genau. So, und jetzt gehst du noch weiter. Nee, noch nicht von hier. Rüberziehen, meinst du? Ich glaube, und jetzt von hier das rüberziehen. Das wäre jetzt andersrum nicht gegangen. Nee, nicht hier hin, sondern gleich in den nächsten Raum rechts von dir. Ach so. Weil ich glaube, hier hält das nicht, weil halt hier kein, genau, da alles rüberziehen. Gucken, ob das geht. Weil ich glaube, hier wäre es, ja, guck, wenn das so die Wand berührt, hier zerschellt das, Man darf, ach, das sind wahrscheinlich nur schädliche Wände, an die es nicht rankommen darf.
Aber es ist noch nicht kaputt. Kannst du es dann hierher ziehen? Ah, hier darfst du nicht einsammeln. Kannst du dann hierher ziehen oder geht's kaputt? Ah, geht noch. Probier's mal dann darüber. Nein, darfst nicht aufsaugen. So. Vielleicht reicht's aber so noch jetzt nicht. Nein, jetzt ist es. Das geht auch nicht kaputt. Ja, höher musst du ein bisschen. Höher. Nee, jetzt hier quer rüber oder was? Ja. Boah. So. Da soll man nicht blöd werden. Zu spät. So, das und hier jetzt? Ja, womit in den Raum ziehen halt, ne? Oder du stellst dich in die Kreuzung und ziehst es von da rüber. Und schießt es dann, während es auf mich zukommt, weil ich kann sie an keine Wand kommen lassen, oder? Möglicherweise, also, du musst es halt hier hinkriegen. Du musst es einmal hier an die Ecke ziehen und vielleicht während es dann wandert noch nochmal anfangen. Es darf halt nicht berühren, ja. Ah, hier an die Wand, hier an die Wand, ist zerschellt, oder? Ja. Ah. Oh Gott. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass das so geht, aber. Doch. Meinst du? Also, es geht wahrscheinlich auch so. Wahrscheinlich geht es noch viel leichter, wie immer. Ich glaub, wir haben zwar die komplizierten Lösungen, aber die gehen halt auch. Ich glaube, wir haben die Kraftfelder auch noch nicht ganz verstanden. Das hat ja aber bei dem. Ist das nicht bei den gelben Würfeln, wo es jemand geschrieben hat, dass wir da viel zu kompliziert denken? Aber es funktioniert ja auch. Ja. Das ist wie immer im Leben. Wir machen das immer also zu kompliziert. Also, diese rosa Wände, die darf man. In dem gelben pulsierenden Kraftfeld werden die Würfel in meiner Waffe zerstört, richtig? Richtig. Und es darf keins die Wand berühren. Richtig. Das heißt, ich baller die jetzt einfach mal hier rüber. Korrekt. So. Gut. So, jetzt kannst du die hier erstmal auch wieder rüberballern, das ist safe. Gut. Jetzt sind wir schon mal wieder mal in einen Raum weiter. So, jetzt ballert ihr hinten alle an die Wand. Sehr schön. So, rübergehen kannst du das auch. So. Jetzt hier kannst du die auch wieder hinten an die Wand ballern erstmal, oder? An die gelbe Wand? Probier das mal. Eigentlich ja. Ah, nein, stimmt, vergessen. Nee. Wir stehen ja im Kraftfeld, wir dürfen ihn gar nicht aufsaugen. Ach. Tschüss. Gerade eine Lektion gelernt, gleich wieder vergessen. Ja, wie beim Führerschein. Das ist eine Ohrfeige, Gimi, das haben wir uns falsch gemacht. Ah! Ah! Stell nicht so an. Das tut mir mehr weh als dir. Bitch slap. So. I drink your milkshake. So. So, genau, jetzt dürfen wir es da drin nicht aufsaugen, weil alles. Hinten das ist auch ein Kraftfeld, oder? Wenn du eins weiter gehst, gehen wir einen Raum noch weiter. Ja, aber du kannst das jetzt hier alles an die Wand klatschen mit einer Schlange. So. Das ist immerhin schon mal etwas. Genau. Ne, dann geh doch jetzt einfach weiter und zieh es halt langsam hinter dir her. Das heißt, du hast ja genug auch Fehler. Oder hier ist kein Kraftfeld gerade, oder? Probier mal kurz aufzusaugen. Das wird ja schon ein bisschen. Ja, guck. Ah. Und ist langsam hingeschummelt. So. Jetzt die Frage, wo kannst du es jetzt hinklatschen, ohne dass es kaputt geht? Probier mal da hinzuschießen, ob das sofort kaputt geht, nach links. Nur so ein einzeln mal. Ja, guck, jetzt der Platz. Also da. Also an den Wänden geht es kaputt. Das heißt, ich muss es quasi in den von Raum. Von hier. Du musst es hier irgendwo hinkleben und dann die Schlange ziehen. Ich kann es jetzt auch nicht. Nee, es geht nicht. Ah, du bist nach hinten runter. Ja, oder? Mann, weißt du was? Das darfst du machen. Ich kann es eh viel besser. Ja, abwarten. Ja, ich müsste mich das jetzt gleich. Also perfekt. Geschick Martin löst es in der nächsten Folge. Bis dann. Gibt es auch noch. Ciao. Ciao, ciao.